Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Zeiten grauer und bröckelnder Fassaden in Sachsens Innenstädten sind glücklicherweise vorbei. Und seit der Wende hat sich in vielen Innenstädten das Bild deutlich zum Positiven gewandelt. Doch dieser Wandel, der die Gebäudehülle umfasst, hat nicht immer auch bei dem Innenleben stattgefunden. Ganz im Gegenteil, wir haben im Bereich des Handels und Gewerbes neue Herausforderungen. Es ist in einigen kleineren Städten der Wegzug. Es ist aber auch vor allem die Situation, die Konkurrenzsituation im Handel, nämlich die Konkurrenz auf der grünen Wiese. Und dies führt in einigen Städten leider zu Tendenzen, dass Innenstädte veröden, dass sich Handel zurückzieht aus den Innenstädten und damit auch die Attraktivität unserer Innenstädte leidet. Mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf eröffnen wir Handel und Gewerbe in zentralen Stadtlagen neue Möglichkeiten. Der Gesetzentwurf bietet eine Chance für die Innenstadtentwicklung. Und wie mein Kollege Heiden schon darauf hinwies, über den kommunalen Standard hinaus, er ersetzt nicht den kommunalen Standard. Die Grundidee ist relativ einfach. Die Eigentümer und Gewerbetreibenden vor Ort wissen am besten, was hilft, ihr Umfeld aufzuwerten und am Ende auch für mehr Umsatz sorgt. Sie sollen daher mit eigenen Vorschlägen geeignete Maßnahmen ergreifen. Wichtig ist uns insbesondere als FDP, dass keine Maßnahme von oben herab verordnet wird, so wie wir beispielsweise die leidige Diskussion oft bei Straßenausbaubeitragssatzungen haben, sondern die gewerbetreibenden Eigentümer bestimmen über das, was gemacht wird und in welchem Umfang es gemacht wird. Dafür brauchen wir in Deutschland, ich sage mal, leider einen rechtlichen Rahmen. Und diesen Rahmen schaffen wir jetzt mit dem BID-Gesetz. Ich will hinzufügen, ich glaube, für die Kleinstädte sind die Chancen durchaus größer als für Großstädte. Auch hier gibt es Beispiele, Königstraße, wo es entsprechende Initiativen gibt. Aber ich glaube, für die kleinen und Mittelstädte ist es ein probates Mittel, wo man aus Eigeninitiative zum Nutzen aller etwas schaffen kann. Die Aufwertung des Umfelds kann durch ein breites Bündel an Maßnahmen erfolgen. Das sind zum Teil investive Maßnahmen, das können Bänke, Bäume, Brunnen sein, aber auch nicht investive Maßnahmen in Form von Werbung, in Form von regelmäßigen Veranstaltungen oder beispielsweise durch die Einsetzung eines Quartiersmanagements. Das BID schafft den Rahmen für ein demokratisches Verfahren, das den Aufwand, der durch diese Maßnahmen entsteht, am Ende auf alle Nutzer umlegt. Und um einen fairen Interessenausgleich zu schaffen zwischen denen, die dieses BID-Projekt wollen und denen, die vielleicht andere Argumente haben und es daher ablehnen, haben wir ein zweistufiges Abstimmungsverfahren vorgesehen. Beide Seiten kommen hier zu Wort und am Ende wird mehrheitlich entschieden, ob dieses Projekt so realisiert wird. Die Erfahrung aus Nordamerika, dort wo die Idee herkommt, die Erfahrung aus verschiedenen deutschen Ländern, wo es mittlerweile BID-Projekte gibt und auch die Erfahrung mit den Pilotprojekten in Sachsen, die haben gezeigt, dass dieses Konzept ankommt. Für uns ist dabei klar, dass das BID-Gesetz keine Kommune aus der Verantwortung entlässt für die Stadtentwicklung, aber sie ist ein wichtiges ergänzendes Element. Bezüglich der Gesetzgebung sind wir bewusst moderne Wege gegangen und haben gesagt, wir befristen den Gesetzentwurf, weil wir uns anschauen wollen, wie die Auswirkungen in der Praxis sind. Und wir haben auch eine Evaluation dazwischen geschaltet, um gegebenenfalls nach einem ersten Zeitraum eine Einschätzung und Korrektur vornehmen zu können. Wie gesagt, das BID-Gesetz schafft einen Rahmen für Eigeninitiative. Jetzt liegt es an den Grundstückseigentümern und an Gewerbetreibenden, diesen Rahmen mit Leben auszufüllen und positive Impulse zu geben für ihre eigene Geschäftsentwicklung, aber auch für attraktive Innenstädte in Sachsen. Vielen Dank.